Angestachelt von Susa enthüllt der Neffe die Wahrheit über den Barbier, kaum zu glauben. Die durch den Propeller verdrängte Luft trieb kleine Stücke Müll in alle Richtungen. Die Fäulnis schlug mir ins Gesicht, drang in meinen Mund ein, reizte die Nase, klebte an der Stirn. Undefinierbare Popel, Schleim, bitterer Geschmack staute sich in meinem Hals. Ich fühlte mich dreckig und unwohl. Sie wollten sicher nicht töten. Nichts wäre leichter gewesen, als uns mit diesen sich wie ein verrückt gewordenes Karussell drehend Maschinengewehren zu treffen. Dennoch rannten wir. Mein Neffe rollte am Boden, erhob sich und lief im Zickzack weiter mit bewundernswerter Behendigkeit, gefolgt von den Salben. Es gab einmal eine Zeit, da bedeuteten Hubschrauber auf ihren Überwachungsflügen über der Stadt, da bedeutete das Geräusch ihrer Propeller Freiheit. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt darauf kam. Es hatte nichts hiermit zu tun. Das hier rief Panik hervor. Ich war wie gelähmt. In der Starre kehrte der grünbraune Fleck wieder. Diesmal war die Reaktion umgekehrt. Die Lähmung kam zuerst, der Fleck danach. Das Braun bewegte sich in der schleimigen Mitte wie eine Echse vor dem Ausschlüpfen. Das Grün war fest. Nein, nicht. Es bewegte sich ebenfalls leicht schwankend hin und her. Wenn es noch etwas anhielt, würde ich wissen, was es war. Entspannen, mich von dem Fleck einhüllen lassen. Erst hatte ich Angst, dann fühlte ich, dass er wachsen und mich vereinnahmen konnte. Ich würde in ihn eintauchen, als fiele ich in ein schwarzes Loch im Weltall. Aber es war mir gleichgültig, wohin er mich brachte. Ich wünschte mir nur, seine Bedeutung endlich erkennen zu können. Nahe sein, ohne zu berühren. Das Wort auf der Zunge haben und es nicht aussprechen. Quälende Gefühle. Die Bewegung des Grün wurde immer wellenförmiger, wie Wind, der über Büsche hinwegstrich. Der Fleck umgab mich. Ich drang in ihn ein, und der vom Hubschrauber hervorgerufene Wind bewegte Zweige. Vegetation, Stämme, Äste, Blätter. Ich verstehe nicht, wie der Wind des Propellers so in meine Augen eindringen konnte. Diesen Wald, der Teil einer Erinnerung war, so heftig schüttelte. Die Vorstellung vom Tod suchte mich erneut heim, traf mich wie eine dieser Leuchtkugeln, die wie bei einem Fest aus dem Rumpf des Hubschraubers herabgeschossen kamen und mich in kurz aufeinanderfolgenden Blitzen erkennen ließen, wie das Grün des Flecks sich zu einem Wald formte. Meine Augen übernahmen verschiedene Funktionen. Sie wirkten wie eine Vergrößerungslinse, eine Lupe, ein Fernglas, ein Mikroskop und ein Teleskop. Ich näherte mich den Stämmen, schnitt in Büsche und Blätter und sah das Gewirr der Adern. So gewann ich das Gefühl, Teil dieser Vegetation zu werden. Dennoch ging alles viel zu schnell. Ich hatte keine Zeit, mich zu verfestigen. Ich war weiterhin in dem Fleck verloren. Ich konnte das Braun nicht bestimmen. Aufgrund seiner Bewegung wusste ich, dass es nicht die Erde sein konnte. Das Braun drang von innen aus dem Grün heraus.
hob sich von ihm ab und gehörte nicht dazu, als flüchtete es, nachdem es sich seinen Weg gebahnt hatte. Wieder ließ mich das Gefühl erschauern, ich sei losgelöst. Wenn wenigstens dieser höllische Lärm aufhörte, wenn dieser Hubschrauber mich doch hätte nachdenken lassen. Übrigens, wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich da nicht wie ein Idiot auf der Stelle gestanden, diesem mörderischen Feuer ausgesetzt. Ich rannte hinter ein paar Betonklötze, kroch zu einem Müllhügel. Jetzt verschlang das Feuer die Berge aus brennbaren Abfällen. Um ein Haar wäre ich gestorben und hätte nicht entdeckt, was dieser mich lähmende Fleck bedeutete. Ich sah den Mann, der im Radio hörte, hinaufklettern. Er hielt etwas wurfbereit in seiner Hand, während der Hubschrauber sich über seinen Kopf herabsenkte. Immer tiefer, ohne zu schießen, immer tiefer, bis er ihn traf. Der Mann fiel zu Boden. Der Gegenstand in seiner Hand rollte ihm vor das Gesicht. Sofort stieg der Hubschrauber senkrecht wieder auf. Beeindruckend. Was für ein schönes Vieh. Für eine Sekunde, weniger als das, sah ich das Gesicht des Mannes, wie es sich in einem starken Widerschein auflöste. Ich erschrak. Der Mann war als Unbekannter in meine Wohnung eingedrungen. Dennoch hatten wir uns in den wenigen gemeinsam verbrachten Tagen aneinander gewöhnt. Es war wirklich mehr eine Gewöhnung und keine Verbundenheit. Jemand, mit dem ich reden konnte, wenn ich wollte. Zuhören, wenn er sprechen wollte. Und der quatschte viel. Plötzlich explodierte er wie ein Ballon auf einem Kinderfest. Genau vor mir. Es gibt Dinge, die man nicht akzeptieren kann. Das zum Beispiel. Ich weigere mich, das als normal hinzunehmen. Ich weiß, wenn ich ständig wiederhole, alles in Ordnung, so ist das eben, würde ich alles hinnehmen und nicht schockiert sein. Hat schon einmal einer gesehen, wie sich ein Kopf in Flüssigkeit auflöst? Ich sah das zum ersten Mal. In Zeitlupe. Komisch, ich hörte überhaupt keinen Ton. Vielleicht, weil ich entsetzt war, dass ich nur das Bild behielt, das sich wie in einem Replay wiederholte. Die Helligkeit löste sich von einem Gegenstand, einer Bombe oder einer Granate, was weiß ich, ich habe mit diesem Zeug nie was zu tun gehabt. Er beleuchtete sein Gesicht und begann die Haut, die Augen und die Nase zu verschlingen. Die Zähne barsten, die Splitter flogen durch die Luft. Er zerfraß die Knochen und schmolz alles zu einer Masse zusammen, die zu Staub wurde. Weggeblasen vom Wind, der nichts anderes als die von der Helligkeit verdrängte Luft war. Adelaide erzählen. Erfahren, ob die Köpfe der Kinder auch so zerplatzt waren, als sie mit dem eiskalten Meereswasser in Berührung kamen. Eine Wahnidee von mir. Nur ein Albtraum. Ein Schreckensbild, das Adelaide Jahre hindurch verfolgt hatte. Etwas, was sie immer im Kopf hin und her geschoben hatte, solange der Brief nicht kam. »Geh in Deckung, Onkel, auf den Boden, hinter dem Müllberg!« Ich sah, wie mein Neffe über die Leute sprang, sie trat und sich einen Weg bahnte. Aus ihren Körpern machte er einen lebendigen Schützengraben, der Schlauchkopf. Wenn ich diese Geschichte zu Hause erzählte, würde Adelaide sie nie glauben. Der Hubschrauber entfernte sich einige Meter, blieb dann reglos über uns stehen. Der Propeller surrte sanft. Sicher beobachtete er uns auf dem Sprung, bereit, sich wütend auf uns zu stürzen. Katz und Maus. Mein Neffe war da wirklich in ein dickes Ding geraten. Eine schöne Bescherung.
Warum hätten Sie sonst einen solchen Hubschrauber aufsteigen lassen und so viel Munition verschwendet, nur um irgendein armes Schwein zu jagen? Für diese Unglücklichen, die vom Müll lebten, reichte ein unbewaffneter Zivilitär. Allein die Uniform flößte ihnen Schrecken ein. Ein Schlag haute sie um, ein Schrei jagte sie in die Flucht. Kein Wunder, dass sie in solcher Furcht leben. Viel Lärm um nichts. Und ich? Ich war hineingeraten, ohne etwas damit zu tun zu haben. Hätte zu Hause sitzen können und nicht mitzukommen brauchen. Dennoch hatten sie mich aus irgendeinem Grund mitgeschleppt. Sie wollten mich unbedingt da rausholen. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, und wenn ich mir noch so sehr den Kopf darüber zerbrach. Warum mich da rausholen? Was konnte ich ihnen in den Weg legen? Oder wollten sie einfach, dass ich nichts zu sehen bekam? Wenn ich alle Fragen, die ich in den letzten Jahren gestellt habe, in einem Heft gesammelt hätte, besäße ich heute eine Enzyklopädie. Ich würde ein Buch der Warums zusammenstellen, wie sie früher im Schatz der Jugend standen. Der Hubschrauber kreiste, als sei er auf der Suche. Ein Mann lehnte in der Tür und sah durch ein Fernglas nach unten. Mein Neffe und seine beiden Begleiter steckten noch immer mit dem Kopf im Müll, wenige Meter von mir entfernt. Ein Zeichen, dass auch sie Angst hatten. Ich glaube, sie hätten sich durch Ansteckung in der verfaulten Erde eher den Tod geholt, als dass sie durch die feindlichen Schüsse umgekommen wären. Ich wusste noch immer nicht, ob die da oben uns nur einschüchtern oder ob sie die Bande ausrotten wollte. Man hörte nur die Motoren, das Knistern der Scheiterhaufen und ein Keuchen. Vereinzeltes Weinen. Alle warteten. Ich entdeckte, dass ich völlig schutzlos dastand und auch nicht wusste, wie ich mich hätte schützen sollen. Wo war die beste Stelle, wie die beste Position, damit das Maschinengewehrfeuer mich nicht erwischte? Ich war eben noch nie im Krieg gewesen und die Strategie aus den Filmen verstand ich nicht. Die Zeit verstrich. Wir rührten uns nicht. Wie betäubt. Bewacht von einem metallenen Geier, der unentschlossen lauerte. Heutzutage muss man viel Geduld haben zum Teufel. Plötzlich kam ich mir richtig lächerlich vor, wie ich da ohne jeden ersichtlichen Grund im Dreck lag. Fast hätte ich gesagt, ich werde mir einen Vortrag halten. Gibt es etwas Dümmeres, als Selbstgespräche zu führen? Bin ich schon so verkalkt? Aber ich habe mir immer wieder gesagt, es sei sinnlos, nach Erklärungen zu suchen. Man muss einfach hinnehmen, von einem Augenblick zum anderen leben. Überleben. Die Teile zusammensetzen, um zu sehen, ob am Ende ein Leben draus geworden ist. Als ich noch ein Kind war, hämmerte meine Mutter uns die Gebote der Kirche ein. Es gab verbotene Wörter. Warum? Wieso? Jesus ist in der Hostie. Wie denn? Ist er aber. Der Papst ist unfehlbar. Wie das? Er ist es eben. Adam wurde von Gott geschaffen. Und Gott, er ist, war, wird immer sein. Es fehlte der Anfang. Aber mein Vater sagte, dass Gott ein Mobile sei, das keinen Anstoß brauche. Jahre später sollte ich Stunden über Stunden im Garten eines Verwandten verbringen, den die Familie für verrückt hielt. Sebastian Bandera. Sebastian versuchte, ein Mobile zu konstruieren. Er war ein ungehobelter Mensch ohne Schulbildung. Er kannte kein einziges physikalisches Gesetz. Mit Hölzern und Drähten baute er sich ein Gebilde zusammen, das sich tagelang drehte. Sebastian war jedoch nicht zufrieden damit, weil er es anstoßen musste. Der Hubschrauber kam zurück, schoss wieder, im Tiefflug. Die Feuerlinie zerstörte alles, riss Arme, Beine und Köpfe auseinander. Rauch, Geschrei, Müll, der herumflog, wie Schwalben im Sommer. Viele Menschen reagierten nicht, blieben reglos unter dem Beschuss, ungerührt. Andere rannten, wenn man es als Rennen bezeichnen kann, wenn geschwächte Menschen sich langsam vorwärts schleppen.
Ich musste an Sackhüpfen denken. Sie hopsten wankend los, wild darauf, ans Ziel zu kommen. Ihre Augen waren trüb, nicht aus Furcht, sondern weil sie ständig unter Drogen standen. Der Hubschrauber drehte 4 oder 5 Runden und schoss dabei aufs Geratewohl. Die Kugeln entfachten in verschiedenen brennbaren Hügeln Feuer. Der Qualm von Plaste und verfaultem Zeug hüllte alles ein, dichter als der Qualm von verbranntem Gummi. Meine Augen brannten, die Zunge war trocken, die Kehle schmerzhaft rau. Allgemeine Husterei, vermischt mit Stöhnen und Weinen der überall verstreuten Verwundeten. Wo waren die Zivilitäre? Warum tauchten sie jetzt nicht auf, um ein Massaker zu verhindern? Hör mal, Susa, alles Leute vom selben Schlag. Je mehr starben, desto besser für sie. Damit löste sich das Problem für das System. Wegen des Qualms konnte ich nicht sehen, aber der Motorenlärm entfernte sich. Mein Neffe hob lächelnd den Kopf. Der Mann, der nur Konfekt aß, guckte blöd um sich. Er hatte wohl keine Ahnung, was geschehen war. Sein Gefährte erhob sich besorgt. Verletzt, Onkel? Nein. Erschrocken? Ziemlich. Es war nichts weiter. Die wollten uns nur kriegen. Und sieh mal, wie viele sie dafür umgelegt haben. Besser so. Sie waren sowieso verurteilt. Früher oder später hätten die Zivilitäre eine Razzia gemacht und die meisten mitgenommen. Alles Leute, die aus den Lagern geflohen und in die Stadt eingedrungen sind. Und jetzt? Fahren wir nach Hause. Und die Leute, die du getötet hast? Ich habe niemanden getötet, Onkel. Dann war ich es wohl, was? Du hast eine fixe Idee. Was nützt das? Mir nützt es was. Weißt du was, Onkel? Du bist ein lästiger alter Moralist. Dein Kopf hat nichts mehr zu melden. Der wackelt schon. Du denkst in überholten Begriffen über den Tod nach. Ich werde dir etwas gestehen. Mein Patent im neuen Heer gestattet mir zu töten. Gestattet? Da staunst du was? Na, vielleicht Banditen zu töten, nicht aber den Barbier oder den Musiklehrer oder diese armen, zerlumpten Gestalten da. Die armen Zerlumpten sind in deine Wohnung eingedrungen, erinnerst du dich? Und ihr? Schon wieder diese Geschichte? Du langweilst einen. Du bist alt und wiederholst dich. Total verkalkt, sagte der Mann von der Stirnseite des Tisches. Er war ein anständiger Mensch, ich kannte ihn seit 30 Jahren. Oh ja, soll ich dir mal was sagen? Er hat in eurem Gebäude eine Bande angeführt, eine Riesenbande aus eurem Stadtteil. Eine Truppe, die auf Wasserdiebstahl spezialisiert war und auf die Vertreibung von Familien aus ihren Wohnungen. Erinnerst du dich, dass er mich sprechen wollte? Als er erfuhr, dass ich Kapitän im neuen Heer bin, bekam er es mit der Angst. Er wollte für alle Fälle mit unseren Leuten in Verbindung bleiben. Wenn er sich hätte einschmuggeln können, wäre er geschützt gewesen und hätte Informationen bekommen. Ich glaube kein einziges Wort davon. Das ist eine Verleumdung dieses armen Alten. Wenn du es nicht glauben willst, dann eben nicht. Gibst du mir einen Beweis? Glaubst du den Onkel, dass der Geheimdienst des neuen Heeres Bestätigungen mit beglaubigter Unterschrift, Kopien und Informationen an die Presse verteilt? Ich glaube dir gar nichts mehr. Für mich kommt es auf das Gleiche hinaus. Niemand kümmert sich um Glauben oder Nicht-Glauben. Zählen kann nur, dass wir so gut wie möglich leben, bis uns jemand erwischt. Die aus dem Hubschrauber haben uns fast erwischt, sagte der Mann, der Konfekt aß. Diesmal wohl nicht. Morgen werden wir sie kriegen. Und der Musiklehrer? Wer hat den getötet? Und warum? Oh, wie können wir Sherlock Holmes antworten? Oder bist du Poirot oder James Bond? Welcher von den Detektiven, die du als Junge gelesen hast? Ich glaube, das ist es, nicht wahr, Onkel? Ich erinnere mich an ein Bücherregal voller Kriminalromane bei dir. Und noch die Heftchen rein. Wer hat den Lehrer getötet? Mal sehen, ob du es errätst. Wollen wir ein Spiel spielen? Wir bringen dich auf eine Spur und du leitest die Untersuchung. Erste Spur. Es war kein Hauptmann.